Hallo und herzlich willkommen zu Folge 322 von Xeres Rückkehr. Wir sind mitten in der freien Mine, nein, wir sind am Anfang. Du warst. In der letzten Folge hier reinmarschiert. Gut. Denn wir müssen für Lee ein gewisses Crawler-Problem in den Griff bekommen. Überwacht ihr. Nein, das interessiert mich nicht. Wir ich krieg noch zu viel hier. Hä? Wir hier. Wo ist das jetzt hin? Da ist es doch wieder. Ha, das war. Stirbt man uns nicht. Ich habe den so irritiert im Kopf und mich selbst auch, dass wir das jetzt hier erledigen konnten. War von euch irgendwie wichtig oder so? Warum seid ihr alles eigentlich noch Bimbos hier? Warum ist denn hier keiner mit Namen? Was soll denn das? Komm, ich gehe das Risiko jetzt ein. Zack. Stirb. Und alle guten Dinge sind drei. Komm schon, komm schon. Ich hasse euch alle. Du warst. Gut. Bach, behalt die 100 Gold. Leck mich doch. Noch einer. Nein. Ausrauben. Ja. Nein. Du warst. Ach. Na, warte. Guck mal, jetzt muss ich auch noch neu laden wegen dem Drecksack. Okay. Ja, die erste Minute war für den Arten. Oh. Ich hab keinen Bock, nach jedem Depp hier abzuspeichern. Hier die beiden, die gehen klar. Die anderen beiden lassen wir einfach aus. Das sind eh Drecksäcke. So, pass auf. Wieso ist eigentlich niemand mit Informationen? Also Ursprung. Aha. Lee hat mir aufgetragen, die Sache in Ordnung zu bringen. Nur ab und mal hier ein bisschen uns, ne, umschauen. Gegner schlachten. Und die anderen 20 schwer bewaffneten da oben, die schauen irgendwie teilnahmslos zu und fühlen sich nicht angesprochen, wenn wir hier gewisse Probleme haben in der Mine. Auch wenn die für deren Schutz verantwortlich sind, sind halt Arschgeigen von Beruf. Oh, das ist sogar ein stinkender Minecrawler. Bäh. Liegt hier irgendwas rum? Ich denke mal, hier heute werden wir die Folge komplett in der guten alten freien Mine verbringen. Die sogar gardistenfrei. Na, Fun Fact am Rande, für die, die es nicht gewusst haben. Also, hat wahrscheinlich fast jeder gewusst. Aber wenn ihr schon im ersten Kapitel in Gothic 1 euch irgendwie in die freie Mine hineinschietet, dann sind die Gardisten schon drin. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, aber wenn, also als ich jünger war, wenn dann einmal bewusst wird, dass man da nicht rein soll, ne? Und wie das Spiel dann konstruiert und konzipiert ist, dann ist es einem schon irgendwie, kann es einem schon klar sein. Trotzdem, witzig. Ihr könnt lachen, wenn ihr wollt. So. Wir gehen erstmal weiter hier runter. Da bunt die freie Mine, die war ja nicht ganz so groß wie die alte Mine. Deswegen sollte ich mich hier. Ich sollte mich nicht verlaufen, das heißt aber noch gar nichts. Guck mal, da unschuldig wäre so ein Depp rum. Wo ist eigentlich so drecksdunkel? Kann mir das mal einer hin. Wenn es jetzt nicht klappt, ne? Ich hasse euch alle. Ich habe. Du warst. Können wir gut. Ja, behalte die 50 Gold. Schenke ich da. Das ist mir mittlerweile schon gar nicht mehr wert. Es geht ja mir nur um die EP und ich habe keinen Bock einfach neu zu laden wegen so einem Hannebumble da an der Side. Der meint, ey, du warst doch gerade immer in meiner Tasche. Du warst. Genau das meine ich. Ja, und wenn man das irgendwie bei 2 macht, dann rastet der andere auf einmal aus und greift einen einfach an. Warte und Belia mal. Gesehen kriegt man auch noch oben drauf als Bonus. Danke, es geht doch. Lass dich einfach mal berauben, du Drecksack. Und du auch, jetzt komm. Ja, guck mal, zack, die sind kooperativ. So Leute gefallen mir, mit denen kann man arbeiten. So, wir müssen weiterhin stinkende Crawler umnieten. Alter Schlapper, Mann, wieso braucht ihr überhaupt Hilfe? Wie viele sind hier von euch? Stimmt. Weil der mich eigentlich quer kann verarschen? Ich weiß, ich speichere wieder so oft, am Ende stürzt wieder ab. Ich weiß. Aber wir müssen das tun, das müssen wir jetzt durchziehen, knallhart. Über. Ach. Außer die Dialoge stellen uns ein Bein dann nicht. Dann können wir es nämlich richtig vergessen. Aber wir werden hier erst wieder rausgehen, wenn wir extrem böse sind. Ja. Du warst. Guck mal, er greift mich einfach an.
Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe ihm ja sogar, habe ihm ja sogar angeboten, dass wir die Sache klären. Also eine Gewinnsituation für ihn. Stimmt. Ganz eigennützig von mir. Er greift uns einfach an. Guck mal, schon wieder. Ich habe... Du warst doch... Du bist ein Arschloch. Können... So ein Drecksack. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach den ersten, den zweiten lassen wir aus. Bevor mir noch Arterien platzen hier. In der Kackmine. Stirb uns nicht. Was? Nein, warte, ich will dich ausrauben. Ich krieg zu viel. Ich habe... Du warst... Ich krieg zu viel. Ich muss so oft neu laden, es stürzt mit Sicherheit heute ab. Da wette ich drauf. Ja, ich bin selbst dran schuld, ich weiß. Stimmt. So. Wer kam denn da rum? Ein Schürfer. Ah, den können wir mitnehmen. Zack. Interessant, wie belebt das Ganze hier ist. Es wundert mich, dass die Probleme haben. Ich habe bis jetzt auch nur einen Crawler gesehen und töten können. Na, endlich Unterstützung. Beim letzten Angriff der Viecher haben wir wieder einen Mann verloren. Seit wann erfolgen diese beharrlichen Attacken der Graveler? Erst seit kurzem. Es hat wie aus dem Nichts ganz plötzlich angefangen. Ganz abscheuliche, stinkende Viecher. Jedes Mal, wenn wir unsere Jungs losgeschickt haben, um sie abzuschlachten, kamen nach kurzer Zeit genauso viele nach. Vor einigen Stunden kamen nun so viele von ihnen, dass sie uns überrannt haben, einige von unseren Jungs draufgegangen sind. Wir mussten uns zurückziehen und verbarrikadierten uns hier. Tja, dann darf ich wohl alleine nachforschen, was es mit der Bedrohung durch die stinkenden Kravler auf sich hat. Naja, du würdest uns hier unten echt damit helfen. Dass immer so viele von den Viechern nachkommen, wird wohl bedeuten, dass sich hier wohl ein Nest befindet. Naja, als die Barriere noch stand, hast du in der Mine? Das hat aber weite Kreise gezogen, die Sache mit der Mine des alten Lagers. Und jetzt soll ich deswegen im Alleingang sämtliche Graveler Königinnen auf ganz Korinnes? Und wir halten hier so lange die Stellung. Viel Glück. GRMBF, du mich auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Dieses Gespräch, wenn es mal dann richtig vertont werden würde. Also das kann sehr lustig werden. Hey, hier stehen vier Mann. Stimmt. Ach komm, dann beklauen wir es halt nicht. Das muss ja auch nicht sein. Ich muss allerdings sagen, die alte Mine hat mir viel, viel besser gefallen als die freie. Ich wollte gerade eine Mixtur erfinden aus neue und freie. Ja, die Sache ist, ich finde die freie Mine ist ein bisschen sehr, naja, ich verlaufe mich hier sehr schnell. Das kann ich euch schon mal mitteilen, das wird nicht lustig. Wo ich übrigens schon wieder rumgurk. Oh, hallo. Guten Tag. Das ist auch immer noch so ekelhaft dunkel. Und den Gnom müssen wir ja auch noch finden. Manchmal fühle ich mich einfach nur unterbezahlt. So, ich speichere nochmal ab. Achtung, gleich stürzt es ab. Was? Noch nicht? Okay. Das ist ja jetzt ein Wunder. So, ist dahinter der Feind oder... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, wo ich rumrenne. Aber da hochdopsen lässt sich's nicht. Ach, doch, auf einmal sind wir doch so gnädig. Okay, aber wie gesagt, ich kann mich hier schlecht orientieren. Die freie Mine ist nämlich so ein bisschen querfeld ein. Also, die haben den Bums hier mit wenig Struktur gebaut. Einfach nur den Erzadern nach, könnte man vermuten. Guck mal, keine Ahnung, wo ich gerade rumrenne. Aber das sind Zombies. Eben waren ja noch Crawler, jetzt sind hier Zombies. Komme ich irgendwie durch? Geht doch.
Nächste Frage, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich brauche mal ganz kurz eine Fackel, sonst kippe ich hier noch um. Das sind einfach nur sonderbare Sachen, Zombie-Schürfer. Jetzt bist du dran. Was ist denn jetzt wieder los? Kommen wir überhaupt runter? Ja, fallen kann man auch. Okay, man kann ja anscheinend einigermaßen runter. Langsam. Okay, also alles hasst uns. Ich hab doch gewusst, dass ich einen Zombie-Schürfer gesehen habe und... Nichts zu holen. Man hätte auch... Also man kommt auf jeden Fall wieder hoch. Das ist ja das Wichtigste an der Sache. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum ich jetzt hier bin. Da ist nichts zu holen. Es hat sich so ergeben. Entweder bin ich komplett richtig und habe jetzt die extremste Abkürzung genommen oder ich bin wieder irgendwo im Nirvana. Jetzt bist du dran. Ich finde es ganz interessant, dass die so menschlich wirken. Für so Untote. Jetzt bist du dran. Und der wollte uns sogar eben einen Kick geben, der andere Kollege hier. Interessant. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rum. Ah ja, das ist. Ach, der lebt noch, Drecksau. Hey, warum hat er so angegriffen? Der war doch tot. Immerhin ist vor uns irgendwie ein Gnom oder ein Goblin oder sonst was. Wer bist du denn? Ach, das ist der Kollege, okay. Okay, jemand haben wir den gefunden. Ja, jetzt hör auf, um so rumzuhüpfen, du Drecksack. Ich muss mich hier noch ganz kurz bereichern, dann komme ich gleich zu dir. Kommen wir hier weiter. Immerhin haben wir den gefunden. Was? Du hier? Mensch. Wie wirst du mich aufhalten und an meinen Erz kommen? Du kleiner Ausgewirkt bist es also, die für dieses schändliche Treiben verantwortlich ist. Dem werde ich nun ein Ende bereiten. Verschone mich. Warum sollte ich das tun? Ganz gleich ob Drache oder Kobold, Missetäter wie euch werde ich zugrunde richten. Die Drachen, du weißt es? Ein Geheimnis kann ich dir verraten, das dir helfen kann. Wovon sprichst du? Der große Drache spricht im Schlaf. Ja, aber was hat das? Ach, verdammt. Jetzt ist er uns anscheinend wieder entkommen. Na, sowas war auch. Also das war hier der Gormgnietz oder wie er heißt. Irgendwie sind wir nicht schlauer, ne? Der große Drache spricht im Schlaf. Ob mir Xardas dazu mehr verraten kann. Na, da haben wir ja was losgetreten. Mit den Dungeons and Dragons hier. Nun gut, kann man hier irgendwie rüberspringen wie so ein Geisteskranker? Ja, kann man sogar, okay. Also dann war dieser kleine Exkurs hier doch ganz sinnvoll, dass wir hier den Gormgnietz finden konnten. Ich dürfte ja da unten nichts übersehen haben. Also warum auch? Dass man da nicht einfach durchspringen kann, ich verstehe das manchmal nicht. Das passt doch perfekt. Das ist wieder zu perfekt, aua. So. Okay. Wie gesagt, der Exkurs nach da oben, der war Gold wert. Schön, dass das so einfach funktioniert hat. Jetzt nur die Frage, wo werden wir hier fündig? Schrägstrich, wo renne ich überhaupt schon wieder rum? Da ist der Eingang, ich bin falsch gelaufen. Die Jungs werden denken, ich hätte alle Tassen im Schrank. Warte mal, von hier sind wir jetzt gekommen, oder was? Jetzt mich eigentlich quer kann verarschen. Tatsache, ich bin im Kreis gelaufen. Ich werde nur verrückt hier. Geht's da unten weiter? Nö. Habe ich vielleicht da oben doch was beim Gormknietz übersehen? Oder geht's denn noch irgendwo anders lang? Denn irgendwie schaltet mein Hirn gleich ab. Gibt's hier noch irgendwo einen Alternativweg? Hier vielleicht? Nee, ne? Nö. Okay, also dahin geht's zu den Kollegen. Hier unten ist gar nichts.
Dieser Kobold ist also für den ganzen Schrecken der. Ja, was heißt das? Ist jetzt hier noch eine Crawler-Königin irgendwo zu finden oder kann ich einfach einen Abgang machen und merk's wieder nicht? Ich muss mich gleich mal jetzt hier mit dem. Wie hieß er, mit dem Endolf kurz schließen. Na, weil entweder habe ich jetzt hier gerade alles verpasst oder das war hier gar nicht so extrem, wie es erst den Anschein gemacht hatte. Ihr seid übrigens richtige Versager, schämt euch mal, das waren vielleicht. Das waren nicht immer 10 Stück. Versager. Und konntest du den Ursprung des ganzen Übels ausfindig machen und vernichten? Ja, es ist mir gelungen. Ausgezeichnet, dann kann die Arbeit jetzt in aller Ruhe weitergehen. Hier, nimm dieses Erz als Dank. Jo, danke dir. Soll ich jetzt wieder zum Chef oder was? Das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier noch irgendwas übersehen habe. Ich habe, wie gesagt, die Übersicht in der freien Mine ist zum Kotzen. So, nächster Versuch. Heute hält sich's irgendwie ziemlich gut, ne? Ich meine, dafür, dass wir hier jetzt gerade schon ziemlich oft gespeichert haben und am Anfang ziemlich oft neu laden mussten. Wirklich nicht übel, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das wäre uns mindestens schon 2-mal abgeschmiert bis jetzt. Aber egal, okay, dann, ja. Es ist halt die Frage, ob wir hier jemals wieder herkommen müssen in die alte, sag ich schon, in die freie Mine. Denn hier wäre auf jeden Fall noch taschendiebstahltechnisch was zu holen, aber das ist ja eigentlich nicht so relevant, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Dann ist es eigentlich schon dreist, da sich überhaupt Gedanken drüber zu machen. Auf jeden Fall haben wir das da unten abgeschlossen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir schon alles gesehen haben von der freien Mine, denn ich hasse die freie Mine. Also von ihrer Struktur, meine ich, ne? Die ist nämlich echt irgendwie sehr, sehr seltsam. Aber irgendwie schon, jetzt sind wir ja wieder am Anfang. Glaube ich. Ja, wobei nicht ganz. Nee, nicht ganz, aber fast. Ist hier oben noch irgendjemand? Oh, ein Schürfer, hey. Die können wir, ne? Die können wir ausnehmen, ja, den Kollegen. Ist wieder sehr traurig, ne? Dass man die ausnehmen kann, die eh nichts haben. Aber so ist es ja immer. Gothic spiegelt ja nur unsere Gesellschaft wieder. Wenn man sich es mal ganz genau überlegt. Der dumme Depp, der alles machen darf, das sind wir. Die ganzen Söldner und Gardisten, die immer nur rumstehen, das sind die, die ihre Aufgaben eigentlich erledigen sollten. Und wer die Erzbarone sind, das muss ich, glaube ich, gar nicht erzählen. So. Jetzt aber wollte ich nicht nur irgendwas. Ah, genau. Wir brauchen wieder ein bisschen Leben. 20.000 Gold! Das sind mal ein paar Äpfel. Ich kann noch nicht genau sagen, ob aus Frust oder aus Freude. Aber immerhin fühlen wir uns jetzt erfrischt. Das ist ja immer schon ein bisschen was wert. So, die Sache ist. Waren wir hier unten? Aua, guck mal, da ist ja einer. Da ist unser Level up. Und unser. Aber ich dachte, der ist umgebracht. Oder hat er sich irgendwo hin verbuggt und hat dann irgendwie festgehangen da drin? Das kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz, vielen Dank. Der Kerl war verantwortlich dafür, dass wir jetzt auch wieder volles Leben haben. In dem Fall nochmal Danke gut gemacht. Und ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück zu Lee. Sofern ich herausfinde, aber das dürfen wir eigentlich hinbekommen. Das ist nämlich der Ausgang. Waren wir denn hier unten? Oh, waren wir denn hier unten? Ah, ja, das ist jetzt hier zu. Das glaube ich, also da unten. Da wäre dann der Gorm Gnietz gewesen. Und da ist quasi der Zugang verschüttet, sodass wir einmal außen rumlaufen durften. Damit wir auch, ja, die ganze Mine nochmal uns anschauen dürfen. Aber ist eigentlich auch besser so. Nicht, dass wir dann alle Ecken durchsuchen und uns dann denken, ey, das ist direkt am
muss hier doch irgendwas mal machen. Aber da musst du nichts machen und dann ja. In welche Richtung muss ich überhaupt gehen? Nieder, ne? Ich komme mir echt nicht zurecht, ne? Das ist ja der pure Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir Lee berichten, dass das hier ein glückliches Ende genommen hat. Es sind nur ein paar Leute gestorben, aber die waren eh inkompetent und unfähig, also da müsste man jetzt moralisch abwägen, ob sie es verdient haben, dass sie gestorben sind oder nicht. Auf jeden Fall, ansonsten haben die jetzt hier wieder ihre Ruhe. Der Kobold hat uns irgendwie was erzählt, was mir jetzt noch nicht so viel sagt, außer dass der große Drache im Schlaf spricht. Ganz interessant, auf jeden Fall wissen wir, dass diese komischen drei Paladine aufgebrochen sind, zwischen schwarzen Troll und Steinkreis in irgendeine Höhle rein. Und ansonsten ist hier noch die Höhle ausgebrochen und die Kacke am Dampfen. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir erstmal mit Lee sprechen, ob der da jetzt uns irgendwie weiterhelfen kann. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen müssen und können. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.